Na, guck mal an, wer da ist und wer gerade einen Erdblock in der Hand hält. Hat er sich gerade. Ist der gerade gedespawnt? Das war kein Port. Stell dir vor, du spielst so viel Minecraft, dass du irgendwie anfängst, in Real Life die entsprechenden Sounds zu machen. Du fragst sie zum Beispiel, yo, wollen wir mal zusammen ausgehen? Und dann sagt sie, hey, das ist wirklich super nett, aber ich würde es vorziehen, wenn wir nur Freunde sind. Und dann reagierst du einfach mit. Und damit willkommen zurück hier bei Minecraft, wo wir das letzte Mal gelernt haben, dass das Glück, was ich manchmal in diesem Spiel habe, sich nicht unbedingt auch aufs Verzaubern überträgt, weil ich wollte ja eigentlich eine Diamantspitzhacke mit Glück drauf machen, ne, damit ich zum Beispiel aus einem Diamantblock mehrere Diamanten rausbekomme. Das wäre ganz nice gewesen. Die Kurzfassung ist, es hat nicht wirklich so gut funktioniert. Am Ende habe ich jetzt nur Effizienz auf der Spitzhacke. Das ist nicht schlecht, aber Glück wäre eigentlich auch ziemlich nice. Vielleicht wird das irgendwann noch was. Die große Mission des heutigen Videos besteht darin, das Endportal zu aktivieren. Ich will noch nicht durch, ich will das Spiel noch nicht durchspielen, aber ich hätte es ganz gerne aktiviert, einfach damit ich es jederzeit machen könnte, wenn ich das wollen würde. Dazu brauche ich noch ein paar Enderperlen, ich glaube noch 8 weitere, weil 3 Enderaugen sind schon im Portal. Man braucht 12, also brauche ich noch 9, aber 1 habe ich schon. Das heißt, ich brauche 8 weitere Perlen. Und dann noch ein paar Lohnrouten, weil ne, ich kann nicht mehr den ganzen Lohnstaub machen, um dann die Perlen in den Augen zu wandeln. Das heißt, ich muss auch nochmal in den Nether. Wir haben einiges vor. Bevor ich das aber alles machen kann, würde ich sehr gerne Amadeus etwas zu essen besorgen. Weil ich habe ihm irgendwann mal gesagt, ich gebe ihm eine Tränke und was zu essen, also so Heuballen. Und am Ende ist es jetzt nur eine Tränke geworden, weil ich Angst hatte, dass Amadeus, wenn ich Heuballen hier hinstelle, dass er einfach drüber springen kann. Ne, weil das würde dann funktionieren. Aber ich kann sie auch einfach in die Erde einlassen. Deswegen besorgen wir Amadeus jetzt zuerst was zu essen. Und dann würde ich sagen, es ist gerade Nacht, wir jagen Enderman. So, pass auf, dann einmal das und dann einmal das und dann hat das süße Pferdchen auch schon was zu essen. Gucke mal, was ich für dich habe. Ich weiß, du musstest sehr lange warten und es war hart und alles, aber ich habe endlich das gemacht, was ich vor Ewigkeiten versprochen habe. Bitteschön, gönn dir, wobei, das steht nicht richtig, das irritiert mich. So, jetzt sieht es schön aus. Eigentlich sieht es einfach nur aus wie andersfarbige Erde. Aber ne, wir wissen, es sind Heuballen. Deswegen weiß Amadeus, dass auch das Heuballen sind. Gefällt's dir? Jo, der ist, glaube ich, allgemein ein bisschen unterfordert. Wenn ich jemals zurück zur Festung muss, was ich heute wahrscheinlich werden muss, weil ne, ich will das Portal aktivieren, dann werde ich auf jeden Fall dich benutzen. Ich weiß ja jetzt, wo sie liegt. Und ja, ich verstehe es. Er hat gerade gesagt, das wird aber auch langsam mal Zeit. Ja, ich weiß. Ich habe dich seit Ewigkeiten und benutze dich einfach nicht. Ich fühle mich auch schlecht, okay? Was bitte ist denn da hinten los? 4 Skelette und eine Spinne. Und ein Zombie. Da hinten ist, glaube ich, Versammlung der Monster. Das Gute ist, durch die Tatsache, dass ich Enderman jage, kommen auch jede Menge andere Monster angelaufen, die mir XP geben, wenn ich sie erledige. Und ich brauche ja die XP, weil ne, ich würde ja noch ein paar Sachen verzaubern. Ich hätte auch sehr gerne einen Stärkebogen. Nicht unbedingt Unendlichkeit, weil Pfeile sind nicht so schwer zu machen. Aber ein Bogen mit Stärke obendrauf, mit möglichst viel Stärke, das wäre schon nice für den Drachen dann im Ende. Weil der ist, glaube ich, nur mit einem Bogen richtig sinnvoll zu besiegen. Spawnt hier kein Enderman? Ist das euer Ernst? Hat das Spiel jetzt mitbekommen, hey, der ist kurz davor, das Portal zu aktivieren? Oder will das zumindest machen? Lass mal keine Enderman mehr spawnen. Da ist ein Enderman. Hi. Bruh. Das tut mir sehr leid, dass ich dich angeguckt habe, aber das ist notwendig. Ich habe jetzt nichts gegessen. Das heißt, ich kann nicht healen. Das ist doof. Das ist sehr... Okay, es sind so viele. Es sind so viele. Ich habe wieder das halbe Level gepullt. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Aber ich kann nicht gucken, ob er was gedroppt hat, weil ich gleich... Ich gehe gleich drauf. Ich gehe gleich drauf. Ich muss regen. Und zwar dringend. Ich hätte jetzt was essen sollen, bevor ich den Enderman engaged habe. Ich habe nicht hingeguckt. Okay. Hey, Katastrophe abgewendet. Das war nicht sonderlich gut geplayt. Ich habe jetzt gesagt, hey, ich schnapp mir den Enderman, bevor er verschwindet. Ja, das war auch keine blöde Idee, aber ich hätte vielleicht halt vorher noch was essen sollen, um die Lebensregeneration zu aktivieren. Wäre sinnvoll gewesen. So, wo habe ich den gelegt? Okay, hier ist die Stelle. Und ich glaube, er hat sogar was gedroppt, warte. Ja, Enderperle. Okay, cool. Und dann, ja komm, geh einfach hoch. Nee, es ist mir egal. Es ist mir egal. Geh hoch und nimm den Zombie mit. Nice, hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt gehofft, dass das klappt. Aber nee, ist nicht drin. Wo kommst du her? Dorfbewohner-Zombie, was machst du? Okay, es sind ziemlich viele. Aber ich beschwere mich nicht, weil Erfahrung ist Erfahrung. 27, immer noch. Okay, es ist jetzt wieder Tag. Ich habe keinen anderen Enderman erwischt, außer diesem einen. Und das ist eigentlich auch nicht sonderlich schlimm, weil er hat ja was gedroppt. Das heißt, das ist keine schlechte Quote. So eine Perle pro Nacht. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich würde sagen, ich gehe in den Nether, weil ich brauche sowieso noch ein paar Lohnrouten. Und wenn ich schon da bin, kann ich eigentlich auch Nether-Quarz meinen.
Weil das gibt auch XP, richtig? Ich meine, Nether Quartz gibt auch XP. Ja! Ich meine, ne, ich brauche die XP, wenn ich verzaubern will. Sinnvoll. Deswegen so ein bisschen Nether Quartz mitnehmen, dann dahinter gehen, in die Festung, noch ein paar Lohen verkloppen. Das ist jetzt der Plan. Wenn ich rauskomme, ist es im Idealfall wieder Nacht. Und ich mache einfach direkt weiter mit dem Enderman-Kram. Das heißt, wir haben jetzt den perfekten Rhythmus aus. Ich bin im Nether und mache mein Zeug. Und dann komme ich raus und suche Enderman. Und bumm, Level 30. Nice! Ich bin noch nicht mal bei der Festung. Und habe jetzt schon wieder ein Level, das hoch genug ist, um eine richtig geile Verzauberung zu holen. Ja, ist doch perfekt. Hier ist auch so viel von dem Zeug. Das ist unglaublich. Ich komme quasi gar nicht vorwärts, weil überall Quarz ist. Das ist voll nice. Und bald wieder Level 31. Ich meine, das auch in den Kommentaren gelesen zu haben, jetzt wo ich es vorher erwähnt habe, dass das XP gibt. Ne? Irgendjemand hat geschrieben, wenn ich XP brauche, dann soll ich Nether Quartz meinen. Diese Person hat recht, weil das ist krass. Das geht richtig ab, das Zeug. Oh, Marshmallow. Hi. Hi. Großer Fan deiner Songs, Marshmallow. Das hat gesessen. Zwei Marshmallows? Down. Zwei Marshmallows. Zwei Marshmallows down. Okay. Uff. Was? Als will man mich davon abhalten, irgendwie problemlos durch den Nether zu kommen, ne? Das ist unglaublich. Zwei Marshmallows direkt hintereinander. Und ich höre noch einen. Stärke 1. Haltbarkeit 2. Stärke 4. Ich glaube, das sollte ich machen. Aber sofort. Bevor ich jetzt zu den Endermen komme, schnappe ich mir ein bisschen Lapis. Und dann sofort Bogen, Stärke 4. Und dann ist er halt nicht unendlich. Das kann er vielleicht dann später immer noch drauf kommen. Aber Stärke ist gar nicht mal schlecht. So, Stufe 30, Stärke 4. Bums. Da ist es. Okay, das Ding macht jetzt unglaublichen Schaden, ne? Ich glaube, ich hatte das Stärkste, was ich jemals auf einem Bogen hatte, weil ich habe irgendwie 2. Und das war auch nicht selber gemacht. Das war, glaube ich, aus einer Kiste gefunden. Also nicht hier, sondern halt, ne, als ich das privat gespielt habe. Und das hat schon reingehauen. Ich will gar nicht wissen, wie Stärke 4 ist. So, nachdem das erledigt ist, mache ich irgendwie den ganzen Quarz hier rein. Und dann sehen irgendwie, die Kisten sind inzwischen sowieso ungeordnet. Jetzt ist es auch egal, wo es reingeht. Und dann würde ich sagen, wir jagen Enderman. Na, guck mal an, wer da ist und wer gerade einen Erdblock in der Hand hält. Hat der sich gerade, ist der gerade gedespawnt? Das war kein Port. My guy ist gerade gedespawnt. Ist, ja toll. Ja, komm. Ja, wunderbar. Er ist gerade gedespawnt. Wirklich? Ist das euer Ernst? Wirklich, Spiel? Und zwei Creeper. Despawnt der Kollege einfach. Der ist nicht geteleportet, ne? Das sieht anders aus. Der hat sich gedacht, alt, I'm a head out und ist dann gedespawnt. Ja, danke. Ja, lol. Ja, lol, da drüben hängt einer. Da hängt ein Endermun. Kann ich den Endermun mal pullen? Endermun? Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Party los. Komm ran. Oh, wo ist er? Über mir? Ja, ich weiß, du berichst dich auf. Ganz schlimm. Wo ist er? Hat's aufgehört? Ich weiß nicht genau, wie Enderman funktioniert. Wenn er mich nicht erreichen kann, hört's dann einfach von alleine auf? Ender Bro? Jo. Oh! Können wir das lassen? Mann! Bro! Okay. Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das. Zwei Stück? Hi. Das hat sich falsch angefühlt, aber es hat funktioniert. Zwei Enderperlen. Zwei Endermen, zwei Enderperlen. Ich werde jetzt nicht weiter darunter gehen. Weil zwei Endermen, zwei Enderperlen, das ist so viel Glück, dass ich. Wahrscheinlich, ne, damit das Universum ausgeglichen ist, dass ich dann einfach da runterfalle irgendwo in den Lava falle und draufgehe. Nee. Ich werde jetzt nicht weiter runterlaufen. Aber direkt da hinten ist eine fette Höhle, die direkt runtergeht zu einer Schlucht. Und jetzt, dadurch, dass ich mich habe ablenken lassen, sind wir tatsächlich dem schlussendlichen Ziel näher gekommen. Okay, es sind schon 3. Das heißt, es fehlen nur noch 6. So, meine lieben Boys, ratet mal, wer wieder in the house ist. Ist der Spawner aktiv? Ich hoffe doch, ja. Jo, dauert noch ein bisschen, dann kommt die erste Lore raus.
Und dann sage ich, willkommen auf der Erde. Jede Sekunde dauert nicht mehr lang. Okay, der Bogen macht Schaden. Einmal Bogenhit plus zwei Schwerthits. Und das Ding ist down. Es hat aber nichts gedroppt. Noch eine Route. Nice. 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 Und noch eine. Okay, wir haben jetzt drei. Das sind mal zwei, sechs. Das reicht aber nicht, oder? Ich weiß nicht, wie viel ich noch daheim habe. Das müsste ganz knapp reichen. Ich nehme jetzt noch ein paar mit. Und dann gehe ich, weil ich will ganz ehrlich nicht weiter in die Festung rein. Ich glaube nicht, dass es da besonders viel geiles Zeug gibt. Ich bin ja primär hier wegen den Kollegen, die sich wie immer sehr freuen, mich zu sehen. Ne? Die rotieren vor Freude, könnte man sagen. Was ist gerade kaputt gegangen? Ich glaube, irgendwas an mir ist gerade kaputt gegangen. Ich habe das Geräusch doch gehört. Ich weiß noch nicht, was es war. Kriege ich eine Route hier raus? Nee. Immer noch drei. Was hat sich verabschiedet? Meine Brustplatte hat sich verabschiedet. Nice, damit ist auch effektiv ein nicht ganz so kleiner Teil meiner Rüstung weg. Ja, super. Außerdem, RIP. Und er hätte natürlich was gedroppt, was jetzt da runterfällt. Und mein Shirt ist gleich durch, zum Glück habe ich ein zweites gemacht. Weißt du, es kam jetzt ganz oft irgendwelche Lohnen, die nichts gedroppt haben. Jetzt die eine, die was droppt, die schwebt natürlich über Lava. Das ist, wenn ich Minecraft spiele. Das ist mein Luck. Oh nein, komm nicht hier hoch, Mann. Oh, jetzt kann ich nicht kämpfen. Jetzt kann ich nicht kämpfen, weil der Zombie-Pigman da oben ist. Also ich kann snipen, aber ich kann nicht direkt drauf. Weil ich habe Angst, dass der mir irgendwie in den Weg latscht. Super, da ist aber noch eine Route. Das ist alles, was ich wollte. Ich bin raus. Okay. Und da ist direkt der nächste gespawnt. Nee, ich gehe da nicht wieder hoch. Weil der wird so schnell nicht verschwinden, glaube ich. Das heißt, jeder Fight da oben ist einfach super risky, wenn der da rumrennt und keine Ahnung hat, was eigentlich abgeht und aber super interessiert ist und den Fight sehen will. Also ja, ich habe bis jetzt aus Versehen keinen von denen gehauen. Ich würde es auch ganz gern dabei belassen, ich bin raus. Ah, wunderbar, endlich wieder zu Hause. So, ich mache jetzt mal kurz Bestandsaufnahme, was ich alles habe und was ich noch besorgen muss, um dieses Portal zu öffnen. Allgemein habe ich einfach viel zu viel Zeug. Zum Beispiel, das Schwert hier ist Müll, das will ich nicht mehr benutzen, deswegen geht's. Und dann kann das irgendwie hier liegen, weil ich brauche ein bisschen freien Inventarplatz. Genau, die Routen, dann nehme ich mal die Perlen. Und dann gucken wir mal. So, und dann habe ich schon wieder keinen Platz. So. So, drei Augen. Mach zusammen mit dem, was ich habe, vier. Das heißt, ich brauche noch fünf weitere Endermen, die beschließen, irgendwas zu droppen, um das hinzukriegen. Okay, das mit den Routen und dem Staub geht auf. Ich glaube, ich muss keine Lohn mehr farmen. Das ist ziemlich nice. Aber eben Enderman, daran mangelt es aktuell ein bisschen. Ich meine, es ist wieder Nacht draußen. Und ich komme gerade von einem Nether-Abenteuer. Da habe ich immer ein bisschen Lust auf Enderman-Jagd. Deswegen mache ich jetzt genau das. Hoffentlich despawnen sie nicht wieder kurz, nachdem ich sie gesehen habe, bevor ich sie pullen kann. Und da ist die nächste Nacht vorbei. Und wieder war es eine Nacht ohne Enderman. Was ich jetzt aber mal probieren will, ist Folgendes. Und zwar würde ich gerne mein Dia-Schwert verzaubern und ich will auch noch gucken, ob jetzt vielleicht die Bücher geresettet wurden oder neu gewürfelt wurden, weil ich ja was verzaubert habe, also den Bogen. Ich habe keine Ahnung, ich schau mal. Buch, Durchschuss, Atmung, Schutz. Ist alles nicht so geil. Schwert, Plünderung, Schärfe, okay, Schärfe 3 ist aber gut. Schärfe 3 ist gut. Das ist nicht Schärfe 4, also es ist nur die zweitbeste Verzauberung. Ne, aber Plünderung, da sehe ich den Appeal überhaupt nicht. Soll ich meinem Schwert Schärfe 3 geben? Doch, Schärfe 3. Ist nicht das Beste, aber ne, macht glaub halbwegs Sinn, dann macht das Ding ein bisschen mehr Damage. So, Schärfe 3 und Haltbarkeit 3. Yes, ich habe einmal Glück. Das ist eine gute Kombi. Das ist eine sehr gute Kombi. Wasseraffinität, Sog und Durchschuss. Wo ist mein Glück? Ich habe noch nie ein Buch verzaubern können mit Glück. Nicht mal Glück 1. Das darf doch nicht dein Ernst sein. Soll ich das Diamantschwert standardmäßig benutzen? Ja, ne, ich meine Haltbarkeit 3. Das ist echt nicht schlecht. Das Ding halt hält jetzt ein bisschen was aus. Und Schärfe 3 macht Schaden. Also ich meine 9 Schaden gegen 6 Schaden. Das ist schon krass. Komm, ich benutze jetzt mal das Dia-Schwert. Wenigstens irgendwas, was ich jetzt auf die Reihe bekommen habe. Auch wenn ich wieder keinen Enderman gefunden habe.
Mann, was ist denn los mit denen? Die haben irgendwie Angst vor mir, glaube ich. Enderman! Enderman im Nether, dann komm mal ran. Was ich jetzt mache, ist eigentlich total dumm. Und unglaublich gefährlich, weil wenn mir so ein Schweinemann vor die Nase läuft, dann habe ich ein Problem. Wo ist der Enderman? Ich habe ihn gepult, ich habe das Geräusch gehört, aber er ist nicht hier. Ja, blub, da ist er. Bräh, passt's bei dir? Ist alles gut? Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wo bist du, mein Schatz? Wo ist er hin? Mein Schatz? Was ich in die Wand geportet? Bro. Oh Gott, der Arme, der kann absolut nicht navigieren im Nether, ne? Bro? Ich glaube, Schatzi hat keine Zeit und keine Lust mehr. Ich habe ihn wieder gehört. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Da! Hey, er hat immer noch nicht genug. Jetzt fall um. Komm, jetzt muss er wieder hier hochporten. Das dauert jetzt wieder eine halbe Minute. Mann! Und bumm. Enderman down. Und eine Perle habe ich bekommen. Nice. Okay, das heißt, die Tatsache, dass ich einfach nur kurz hier runter wollte, um ein bisschen Level aufzusteigen, indem ich Quarz meine, hat mir geholfen, eine Enderperle zu bekommen. Fehlen nur noch 4. Und das klingt wirklich nicht nach viel, weil 4 ist nicht viel, das ist keine große Zahl. Aber wenn es um Enderperlen geht, dann ist die 4 doch eine ziemlich große Zahl. Okay, es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss, aber ich werde das Ziel, was ich mir für dieses Video gesetzt habe, definitiv nicht erreichen, weil ich habe jetzt mehrere Nächte lang versucht, noch eine Perle zu bekommen und dann ein Auge draus zu machen. Aber es ist einfach keine gedroppt. Ich habe ungefähr 6 Enderman erlegt. Keiner davon hat irgendeine Perle fallen lassen. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ich bin inzwischen bei ungefähr 2,5 Stunden Aufnahmezeit. Und nee. Ich habe anscheinend einfach kein Glück mehr. Das heißt, wir versuchen es einfach beim nächsten Mal dann nochmal. Weil das ist halt das Problem an Minecraft. Manchmal hast du einfach kein Glück mit den Drops. Dafür bin ich Level 30. Ich verzauber jetzt noch ein Buch und vielleicht ist ja dann die nächstmögliche Verzauberung Glück. Das wäre schon ganz nice. Was ist hier das dritte? Treue. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was genau ist Treue? Ich meine, ich hab's jetzt. Ich weiß noch nicht, was es mir bringt. Effizienz, Explosionsschutz, Stärke. Irgendwann, es wird irgendwann ein Tag kommen. Irgendwann. Dann wird da stehen Glück 3. Ich sehne diesen Tag herbei. Ich freue mich auf diesen Tag. Aber dieser Tag ist nicht heute. Es ist nicht so, als hätten wir nichts geschafft. Ich meine, ich habe ein ziemlich geiles Schwert. Ich habe den ganzen Lohnstaub, den ich brauche. Das heißt, ich muss im Idealfall nie wieder zurück in den Nether. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Enderman und muss die dann erledigen. Dann kann ich das Portal aufmachen und dann irgendwann brauche ich noch eine Glücksspitzhacke. Dann muss ich nochmal Diamanten finden, um dann eine vollständige Dia-Rüstung zu machen, um dann den Drachen erledigen zu können. Das klingt so, als wäre es nicht mehr wirklich lange. Aber in dem Spiel dauert halt alles immer ein bisschen länger. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, es dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh Mann, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich das, was ich eigentlich erreichen wollte, nicht erreicht habe. Aber gleichzeitig kann man das in so einem Spiel so schlecht vorhersagen.